Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, welche Domainänderungen, worauf man achten sollte, welche Unterschiede es gibt und wie man einige Fehler vermeiden kann. Die Frage, welche Domainänderung, worauf kommt es darauf an, welche Domain überhaupt und so weiter, was soll ich da überhaupt beachten und welche Unterschiede gibt es dabei? Als allererstes sollten wir mal das Thema klären, welche Domainänderungen würden wir für Nischenseiten überhaupt hernehmen. Es gibt natürlich zahlreiche Domainänderungen, für jedes Land gibt es natürlich einen, zum Beispiel .de, .fr, .it und so weiter, die kennt ihr natürlich alle. Dann gibt es natürlich noch Domainänderungen für Bundesländer, zum Beispiel in Deutschland, für Bayern, Berlin und so weiter gibt es natürlich zahlreiche Bundesländer und für die gibt es natürlich dann noch einzelne Domainänderungen. Dann gibt es natürlich auch noch für einzelne Sachen was, wie zum Beispiel .tv. Die Domainänderung .tv zum Beispiel ist heutzutage bekannt, dass die Fernsehsender oder so haben, aber dabei war die ursprünglich auch eine Länderdomain, so wie zum Beispiel .de oder .fr. Für Frankreich war das Ganze für eine Insel. Und so kann man natürlich Domains oder die Domains wurden so mit der Zeit teilweise auch in eigenen Ländern bzw. eigenen Funktionen oder den zugehörigen Ländern irgendwie entwertet bzw. umgedacht. Also das nur mal hier am Rande. Es gibt natürlich dann auch zahlreiche Domains für zum Beispiel Kompanien oder Organisationen.org oder sowas. Da gibt es natürlich zahlreiche Möglichkeiten. Für Nischenseiten empfehlen wir ganz klar .com, .de, .net, .info und .org. Hierbei sind wir mit den Nischenseiten meistens natürlich nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern auch in Österreich und der Schweiz. Die meisten Online-Shops natürlich auch in diesen Ländern funktionieren und Amazon.de zum Beispiel ist für Schweiz und Österreich natürlich auch zuständig und deswegen kaufen die Leute darüber auch und die Google-Suche ist natürlich dann auch dementsprechend für die Leute auch so weit angepasst, dass die nicht komplett andere Ergebnisse haben. Und hierbei ist es natürlich sinnvoll, eine internationale Domain sozusagen zu nehmen und deswegen empfehlen wir ganz klar die .com-Domain bei sowas. Die .de-Domain ist natürlich auch ziemlich gut, weil das Ganze gehört ja zusammen, sind die umliegenden Länder und Google weiß auch, dass die Ergebnisse für Deutschland auch für diese Länder ziemlich relevant sind. Deswegen ist .de auch noch ziemlich sinnvoll und auch empfehlenswert. Also .de, wenn ihr nur in Deutschland ranken möchtet, dann empfehlen wir ganz klar .de. Wenn ihr Deutschland, Österreich und die Schweiz abdecken möchtet, wäre es im allerbesten Fall mit einer .com-Domain erreichbar. Aber die Unterschiede machen natürlich nur minimale Prozente aus und die kleinen Änderungen hier haben im Enderfolg eurer Webseite eigentlich nur minimalsten Beitrag beizuleisten und den Beitrag, der ist eigentlich so gering, dass man den mit anderen Methoden bzw. Mitteln wegbekommt oder es überhaupt nicht auffällt, dass der überhaupt da ist. Dennoch, wenn man alles richtig machen möchte, so wie wir es als richtig empfinden, würden wir auf jeden Fall empfehlen, wenn es geht, eine .com-Domain zu nehmen. .de kommt danach natürlich. Wie gesagt, wenn ihr nur in Deutschland ranken möchtet, dann könnt ihr auch nur .de nehmen oder beziehungsweise ist eigentlich egal, aber dann würden wir die .de bevorzugen. .info ist natürlich auch noch immer klar, weil Informationen und sowas ist selbsterklärend. Die Domain passt auch noch ziemlich gut zu Nischenseiten. Wenn ihr ein Brand oder sowas aufbaut, ist Info vielleicht nicht so extrem passend. Wenn ihr ein Portal aufbaut, worüber ihr zum Beispiel alles mögliche an Gartenartikeln verkauft und dann .info macht, wäre das vielleicht nicht so extrem passend, weil ihr dann natürlich ein Brand aufbauen wollt, also eine Marke und alles mögliche darum. Und Info ist einfach dann, finde ich, nicht so passend. .net ist natürlich auch noch eine Top-Level-Domain, also hierbei kommt es dann weniger darauf an, wo zugehörig diese Domain ist. Hier kommt es dann darauf an, dass die Domain noch immer eine hohe Stellung hat, im Gegensatz zu zum Beispiel irgendwelchen anderen Abkürzungen oder vor allem den ganzen neuen Domains, .bayern oder so. Die haben sich noch nicht so durchgesetzt und wenn ihr mal in die Top 10 Ergebnisse reinschaut, auch vor allem bei lokalen Suchergebnissen, wenn ihr irgendwie lokal für bestimmte Orte oder Bundesländer was sucht, seht ihr eigentlich ganz, ganz selten nur diese Endungen. Und da könnt ihr auch mal ein bisschen rumschauen und dann seht ihr, das liegt natürlich nicht ganz klar an den Endungen, dass die Seiten nicht ranken. Aber wenn ihr mal reinschaut, dann seht ihr, welche Endungen da weit oben ranken. Und da kann das natürlich dann auch minimalste Prozente ausmachen. Und so würden wir dann natürlich .net, .info und .org natürlich auch empfehlen. Info habe ich schon erklärt, .org und .net sind natürlich selbsterklärend, sind beides anerkannte Domainendungen. Top-Level-Domainendungen, wie man das Ganze nennt. Und die würde ich auf jeden Fall auch noch empfehlen. Die Domainendungen sind jetzt nicht so extrem wichtig, aber auf diese fünf Arten der Domainendung würde ich schon achten, dass dort was frei ist. Jetzt fragen sich bestimmt einige, was passiert, wenn Umlaut in der Domain ist. Umlaute würde ich einfach ausschreiben, aber bei einem Ad zum Beispiel bei Häuser würde ich einfach AE schreiben in der Domain. In einer .de-Domain würde der Umlaut angezeigt werden, aber es kann natürlich ein paar Probleme geben.
Oder das Ganze sieht vielleicht eine saubere Domain aus, es kann Probleme geben, dass irgendwelche Bots oder so das nicht lesen können. In der Praxis ist es aber ein ganz untergeordneter Punkt, aber ich würde einfach schauen, dass man das Ganze dann ausschreibt und die Umlaute einfach entfernt. Für Google macht es natürlich keinen Unterschied, die erkennen es 1:1, was es da ist und auch bei der Ein- und Mehrzahl. Wenn ihr jetzt euer Keyword habt, hier zum Beispiel Haus und Häuser und dann seht ihr, was hier darunter steht. Es bedeutet so viel, wie dass die Keywords so ähnlich sind, dass sie zusammengehörig sind. Also ihr werdet im Ranking keine Unterschiede merken. Natürlich kurzfristig gesehen werdet ihr was merken, wenn ihr jetzt überall Häuser schreibt, dass ihr bei Haus nicht so gut rankt und andersrum natürlich genauso. Es macht einen kleinen Unterschied aus im Text, aber von der Domain her ist es eigentlich nicht relevant. Deswegen würde ich euch ganz klar empfehlen, wenn ihr eine Domain habt, nehmen wir zum Beispiel dieses hier, Computer Monitor. Dann seht ihr, dass einige Domains vielleicht frei sind, aber einiges an Euro kosten. Hier ist ein ziemlich großer Betrag oder hier auch bei der .com Domain und da ist das Ganze dann natürlich nicht so, dass man gleich dann kauft. Die anderen Domains sind hier nicht vergeben. Die anderen Domains sind dann nicht frei und sowas wie EU.shop oder online möchte ich dann vielleicht nicht unbedingt nehmen. Für Shop und Kaufen und sowas habe ich schon mal in anderen Videos erwähnt, dass das Ganze für Online-Shops wirklich reserviert ist und deswegen nicht so extrem passend für eine Nischenseite ist, weil da könnte man sich ein bisschen schwer tun bzw. unnötig irgendwie einen Stein in den Weg legen. Ich hänge jetzt hier einfach an E dran, Computer Monitore, und gehe auf Prüfen. Für die Domain ist es jetzt vollkommen egal, aber ich finde hier zum Beispiel, ich habe hier die DE, die ist vergeben, aber die .com, net, dann habe ich hier unten noch die Info und die Org-Domain ist natürlich auch noch frei. Auch hier irgendwo, hier wäre sie. Und da habe ich einige an Varianten. Und so habe ich wirklich eine ganz eine klare Keyword-Domain mit einer Top-Level-Endung, also .com zum Beispiel oder .net. Die ganzen Endungen kann ich jetzt hier einfach frei registrieren. Und so ist es ziemlich simpel, dass ich einfach eine gute Domain finde. Was man natürlich auch machen kann, ist eine Expired Domain zu nehmen. Eine Expired Domain ist eine Domain, die schon mal registriert war und die man jetzt wieder registrieren kann. Hierzu wird es natürlich noch ausführliche Videos geben, wie man die Internetseiten prüfen kann, ob die damals schon vorbelastet waren, ob irgendein Spam drauf war oder sonst irgendwas. Nicht, dass man eine Abstrafung mit der Domain hat und nie nach oben kommt, weil die Domain irgendwie komplett verbuchelt ist. Natürlich erkennt Google, wenn so eine Domain über einen neuen Namen registriert wird und die Domain wird zum gewissen Teil wieder resettet, aber sie kann natürlich mit alten Links belastet sein und so. Hierzu kommen wir auch zum Punkt Links. Es ist natürlich hier sinnvoll, wenn eine Expired Domain nimmt, das ein gewisses Alter hat, weil dann gerät man wahrscheinlich nicht in die Google Sandbox. Hierzu haben wir auch ein Video gemacht. Frische Domains sind oftmals kurze Tage ziemlich gut im Ranking und sind dann einige Wochen bis Monate irgendwie auf den hinteren Plätzen, vielleicht sogar mal ganz weg oder schwanken extrem. Und das ist sozusagen die Google Sandbox. Hierzu blende ich ein Video ein, beziehungsweise das Video ist unten verlinkt und dazu könnt ihr dann sozusagen mit einer Expired Domain dagegen wirken. Ein anderer Punkt ist, Expired Domains haben natürlich neben dem Alter und dem Vertrauen, wo Google den schenkt, einiges an Backlinks teilweise. Ich habe hier mal eine Domain, zum Beispiel 4kcomputermonitore.net. Die Seite ist hier auch verlinkt, da könnt ihr oben einfach einen Suchbegriff eingeben. Die Domain füge ich jetzt hier einfach mal ein und prüfe sie einfach mal. Es gibt hier 44 Links von 24 verschiedenen Domains und 22 verschiedenen IP-Adressen und hier sind einige mit hohem Domain-Rank dabei und vor allem hier gibt es ein paar Links. Also das Link-Profil hier würde ich jetzt überhaupt nicht mal besprechen, das ist ein ganz anderes Thema. Zu Expired Domains wird es auch noch ein paar Videos geben, aber ihr seht, in der Theorie würde man Domains finden, die schon ein Link-Profil genießen und mit denen würde man sich um einiges leichter tun zu ranken. Hierzu müsst ihr natürlich dann schauen, dass ihr wirklich eine passende Domain findet, weil ihr seht zum Beispiel, hier ist 4K, also für 4K-Monitore zum Beispiel mit in der Domain. Hier zum Beispiel ist ein Name von einer Firma mit drin, Acer, und da müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr keine Markenrechte verletzt oder dass das Ganze wirklich passt. Computer-LCD-Monitor.com wäre vielleicht auch passend und so könnt ihr wirklich teilweise richtig coole Domains finden, ne, mit denen ihr euch dann nochmal im Ranking einfacher tut. Also das hier wäre vielleicht auch was. Die Domains könnt ihr dann auch bis auf hier zum Beispiel diese .com, da könnt ihr schauen, dass man die steigern muss. Aber hier die anderen Domains, hier steht expired, also ihr könnt sie wirklich frei registrieren, wo ihr möchtet. Ich prüfe jetzt diese Domain einfach mal. Da ist es natürlich so, dass andere Leute die Domains auch sehen und da müsst ihr halt dann einfach schnell genug sein. Ich trage die Domain einfach mal hier ein, .net. Jetzt sehen wir vielleicht, die Domain ist noch frei oder vergeben. Ihr seht, okay, die Domain wäre frei, die kann ich jetzt problemlos bei meinem Server-Host oder meinem Domain-Host, je nachdem meiner Wahl, einfach registrieren. Ist super simpel und ich habe eine Domain, die vielleicht schon ein paar coole Werte mitliefert.
Hierzu wird es wirklich noch einzelne Videos geben, wie man das Ganze prüft, ob die Domain jetzt vorbelastet ist oder nicht und ob die Domain das Ganze überhaupt wert ist, beziehungsweise ob man hier auch mal eine Domain ersteigern sollte, ob der Preis das Ganze dann gerechtfertigt. Also nochmal zusammengefasst, Umlaute werden wir immer ausschreiben und Domainänderungen .com, .de, .net, .info und .org. Und sonst gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Worauf wir gerne verzichten, sind irgendwie so Sachen wie 24 oder irgendwie meine minus zum Beispiel Computermonitoren oder so. Wir möchten wirklich ganz klare Domains haben, wo wirklich nur die Keywords mit drin vorkommen. Ein oder Mehrzahl ist überhaupt kein Problem, aber wirklich saubere Domains, die sind immer am schönsten. Wenn euch das Video gefallen hat und vor allem geholfen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr zu einzelnen Themen oder was nochmal genauere Videos haben möchtet, schreibt natürlich gerne einen Kommentar. Oder wenn ihr euch extra für Expired Domains interessiert, dann könnt ihr dazu natürlich auch gerne was reinschreiben, dann werden wir das Thema bevorzugt behandeln, beziehungsweise relativ schnell dazu Videos machen. Ansonsten sehen wir uns nächsten Video, haut rein, bis dann, ciao!